Nordfriesland, Land am Meer, geprägt von den Gezeiten. Land der Leuchttürme und von Leuchtturmprojekten engagierter Freiwilliger. Ein wahres Leuchtturmprojekt der Freiwilligenarbeit in Nordfriesland ist das Bürgernetzwerk, breit angelegte Schaltstelle zwischen Anbietern und Nutzern. Dies ist das Netzwerkbüro im Sozialzentrum Breglum. Brigitte Hahnwald ist Engagierte im Freiwilligendienst aller Generationen. Schön, dass ich das heute hier machen darf. Als Koordinatorin unterstützt sie Organisationen auf der Suche nach Engagierten und hilft Menschen, für sich das passende Engagement zu finden. Frau Meißner, wir haben, um Projekte darzustellen, einen Fragebogen entwickelt. Da sind dann noch mal ein paar detaillierte Fragen zu der Person, die Sie suchen, welche Qualifikationen sie mitbringen soll. Dieser Fragebogen würde dann online gestellt und damit ja einer breiten Öffentlichkeit zugänglich. Manche suchen übers Internet ihr Ehrenamt. Adelheid Marcinczyk vom Kreis Nordfriesland ist zuständig für das Bürgernetzwerk. 2007 hat unser nordfriesischer Kreistag strategische Ziele für den Kreis Nordfriesland entwickelt und verabschiedet. Und eines dieser Ziele lautet, ein gut funktionierendes System bürgerschaftlichen Engagements aufzubauen und zu etablieren. In diese Richtung wollen wir. Auf Wochenmärkten, wie hier in Friedrichstadt, werben im ganzen Landkreis Koordinatoren um Engagement für das Bürgernetzwerk, für koordinierte Hilfen im Freiwilligendienst. Wir vom Bürgernetzwerk vermitteln ja auch. Es gibt ganz viele Vereine, Verbände, mittlerweile 55, die sich bei uns gemeldet haben und Menschen suchen, die ehrenamtlich tätig sein wollen. In den verschiedensten Aufgaben. Jeder hat seine Berufserfahrung, die haben Sie auch. Und die können Sie dann auch einbringen. . 2006 haben wir uns mit dem Thema demografischer Wandel in der Kreisverwaltung beschäftigt. Hier haben wir mehrere Handlungsfelder ermittelt und es wurde relativ schnell deutlich, dass bürgerschaftliches Engagement im Kreis Nordfriesland eine Zukunftsaufgabe ist. Bürgerschaftliches Für und Miteinander. Das hat in Nordfriesland eine lange Tradition. Die raue Mutter Natur, der Kampf ums Überleben an der Küste, haben diese Tugenden schon früh gefordert und befördert. Wir wissen, dass das bürgerschaftliche Engagement sich im Wandel befindet. Viele Menschen möchten sich gerne in Projekten, vielleicht auch zeitlich befristet, engagieren und nicht auf Dauer an ein Ehrenamt gebunden werden. Das heißt, diese neuen Engagementformen wie der Bundesfreiwilligendienst oder der Freiwilligendienst aller Generationen, der ja auch durch ein ganz klares Profil gekennzeichnet ist, die Menschen engagieren sich 8 Stunden in der Woche, mindestens ein halbes Jahr lang, sind eine gute Möglichkeit für interessierte Bürgerinnen und Bürger, ein Engagement auszuprobieren. Hier werden Ehrenamtliche im Freiwilligendienst betreut. Durch Qualifizierungsmaßnahmen in der Volkshochschule Husum. Dozent Gunnar Goth berät die Seminarteilnehmer in Sachen Projektmanagement. Gehen wir nochmal wieder zurück zu unserem Standort, haben wir gesagt. Fortbildung für ehrenamtlich Tätige und solche, die es werden wollen, wird durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend nach Kräften gefördert. Die Kompetenzen, die Freiwillige mitbringen und die sie in ihrem Engagement weiterhin erwerben, das sind unter anderem Kompetenzen wie Teamfähigkeit, Organisationstalent. Das sind alles Eigenschaften, die im beruflichen Leben, gerade auch bei jüngeren Menschen, relevant sind und die Ihnen dann auch im Bewerbungsverfahren oder im Job gut weiterhelfen können. Wie vorteilhaft ehrenamtliche Tätigkeit auch im Berufsleben sein kann, zeigt sich beispielhaft in der Husumer Metallbaufirma Wiedemann Technik. Von den rund 200 Mitarbeitern ist jeder fünfte ein Ehrenamtler. Wir freuen uns immer wieder über Bewerbungen von jungen Menschen, die ehrenamtlich tätig sind und bei uns im Unternehmen eine Ausbildung absolvieren möchten. Diese Mitarbeiter stärken auch in unserem Unternehmen die sozialen Kompetenzen und leisten gleichzeitig etwas für unsere Gesellschaft. Hallo, mein Name ist Niklas Bormann. Ich mache hier bei der Firma Wiedemann eine Ausbildung zum Industriekaufmann. Und in meiner Freizeit bin ich bei der Freiwilligen Feuerwehr Milchstedt aktiv.
Und ich denke, dass das sehr wichtig ist, denn diese Jobs müssen ja von irgendwelchen Leuten gemacht werden, auch wenn man dafür nichts bekommt. Jeder Mensch, der bereit ist, ist auch geeignet, ein ehrenamtliches Engagement zu übernehmen. Das heißt, man muss im Grunde genommen nur das passende Engagement für den Menschen finden. Und dabei helfen die Freiwilligenkoordinatoren. Vor uns liegen große Aufgaben. Diese Aufgaben können wir nur gemeinsam bewältigen. Dafür brauchen wir Ihr Engagement. Machen Sie mit bei uns in der Bürgergesellschaft. Engagieren Sie sich für unser Nordfriesland. Treten Sie ein in unser Bürgernetzwerk. Sie werden erleben, dass auch für Sie selbst damit eine Zufriedenheit verbunden ist. Herzlich willkommen bei uns im Bürgernetzwerk Nordfriesland.